Ich habe gerade im Bundestagswahlkampf sehr oft neben den Ständen der AfD gestanden. Mhm. Da standen anständige Leute, da sind anständige mhm. Leute hingegangen. Da habe ich keine erlebt, wo ich sagen würde, also das ist aber jetzt schon latent rechtsradikal oder rechtsextremistisch. Und das muss die etablierten Parteien Wenn doch irgendwo in den letzten Jahren wirklich Milliarden mobilisiert ja. worden sind, um die Verhältnisse doch zu verbessern, um die Vereinbarkeitsmöglichkeiten zu erhöhen, dann ist es gerade im Bereich der Kinderbetreuung, übrigens auf allen staatlichen Ebenen. Aber wenn man Frau Petri dafür kritisiert, dass sie von der Drei-Kind-Familie schwärmt, ja, die Bosbos haben auch drei Kinder und ich möchte mich dafür auch nicht rechtfertigen müssen. Das ist die Entscheidung eines jeden Einzelnen. Ja, ob er eine Familie gründet, wann, mit wie vielen Kindern, das hat meiner Überzeugung nach der Staat nicht zu kommentieren und schon gar nicht zu kritisieren. Nein, wenn ich auf dem Stuhl sitzen würde, würde ich dasselbe sagen, was Sie jetzt zu mir gesagt haben. Ich hatte nur nicht das Gefühl, dass das gewünscht ist, ja, dass diese Debatte tatsächlich geführt wird. Ich hatte eher immer das Gefühl, wenn man auf diese Bewegungen aufmerksam macht, dann wird gesagt, nee, komm, also sobald wir jetzt darüber sprechen, wird es nur problematischer. Beispiel, Herr Güllner hat heute Morgen noch erklärt, um Gottes Willen nur nicht über die AfD reden, der Bosbach wertet die ja auf. Das ist der gleiche Herr Güllner, der noch vor einem Jahr im Cicero erklärt hat, er würde überhaupt kein Wählerpotenzial für die AfD sehen. Sie hätte keine Themen. Sie müssen Themen, mich jetzt nicht bekehren bei irgendwelchen Demoskopen. Keine also Personen. Und vor allen Dingen, die Unzufriedenen würden gar nicht zur AfD gehen, sie würden zu Hause bleiben. Tage jetzt nach den Wahlen in Brandenburg und Thüringen haben bei mir eher den Eindruck hinterlassen, dass meine Möglichkeiten erschöpft sind. Ich bin hier auch angetreten, um mich auseinanderzusetzen mit Rot-Grün und weniger mit meiner eigenen Partei. Ich glaube nicht, dass sich viel ändern wird in der Union. Man hat sich einmal auf diese Strategie festgelegt, in der Hoffnung, dass sie auch aufgeht.